Ja, Leute, willkommen zurück zu weiteren Part von Super Mario Bros. Wonder. Ja, wir sind in der Fungemine mittlerweile angekommen und das nächste Level Obacht vor dem Baumel Gifttümpel. Tümpel. Aussprache, ich weiß, immer schwierig. So, was nehme ich da? Am besten mit das Standardabzeichen, wenn ich keine Ahnung habe, was ich nehmen soll, weil ich kann mir darunter jetzt nicht viel vorstellen, außer dass Höherspringen eventuell gar nicht mal so verkehrt ist. Alles klar. Nur lila Münzen, ey. Ich dachte schon, vielleicht wird das erste etwas coolere. Oh, ich glaube, ich weiß, was da kommt. Okay, die kann man so besiegen, aber kann es sein, dass der Bohrerpilz wieder... Ja, natürlich. Ich hatte es mir schon gedacht. Aber Leute, ist ja auch logisch. Wir sind immerhin in der Mine. Das heißt, logisch, dass da relativ viel auf den Bohrerpilz gesetzt wird. Ich meine, ich bin offen... Okay, das ist ein geiles Feature. Also, wenn man es richtig macht, dann... Das war sogar wichtig, dass wir das so gemacht haben. Ja, weil sonst wäre ich da oben gar nicht mehr hingekommen. Also, wartet. Ah, okay, passt. Jetzt bin ich ganz allein. Ich weiß nicht, ob runterfallen jetzt so klug wäre. Ich glaube, da wäre ich down, höchstwahrscheinlich. Weil hier ist noch nirgendwo was, wo man runterfallen könnte. Wobei, da rechts eventuell. So, die rote Röhre, die ist clean. Ja, ist sie. Also, das da unten berühre ich natürlich nicht, weil das ist wahrscheinlich automatisch ein Tod. Hat relativ viel Ähnlichkeit wahrscheinlich mit der lilanen Grütze, die wir sonst immer von Mario kennen. Also ich frage mich in letzter Zeit schon, wo eigentlich mein PC den ganzen Speicherplatz hinfrisst, weil das kann ja nicht sein, schon wieder war der aus. Aber Leute, ich habe schon vorgesorgt, weil meine 5 Terabyte Platte, die ist ja schon da. Ich muss die halt nur mal umschließen, beziehungsweise einfach mal alles rüberspielen. Und ich glaube, das war nicht so klug, was ich gerade gemacht habe. Wobei, achso, ich habe es berührt, passt perfekt. Irgendwie so ein Gefühl, dass da oben irgendwo noch was kommt. Ist es gut? Ah, okay. Wenn ich die besiege, kriege ich die Wunderblume. Zeit für ein Quiz? Was kann man als Elefant tun? Auf Bällen laufen, sprühen, Bauchklatscher. Sprühen. Ja. Wie heißt Bowsers Sohn? Dr. Bowser, Klein Bowser. Auch nicht verkehrt. Alles klar. So, was ist die letzte Frage? Wie viele Aufsteller besitzt du? Waren es 80, glaube ich, habe ich doch voll gemacht, oder? Ja. Ich kann mich an den Part erinnern. Ey, wie unfair ist das denn bitte die Frage? Also da ist im Code wahrscheinlich eingestellt, einmal eine komplett obverse Anzahl und dann die zweite und dritte Antwort einfach eins nebeneinander. Also eins mehr als die richtige Lösung. Jo, wahrscheinlich. Gut, das ist jetzt nicht so gut gewesen. Ne? Okay, ich habe zum Glück einen Vorrat, deswegen alles nice. Gehe ich hier kurz mal hoch. Okay, war die wieder nur Münzen. Ich meine, Leute, ich hab's mir schon gedacht, aber ich wollte es ja doch lieber überprüfen. Nein, 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 okay, hier sind Münzen, ne? Hat das irgendwas zu bedeuten, ne? Also das Gute ist, ich kann hier jetzt halt hoch, das passt. Ah, okay, da unten, ne? Hä, wie soll ich denn da hinkommen? Oh, ich glaube, jetzt habe ich es geschnallt. Okay, passt. Ist nochmal ein kleiner Umweg. Ja, genau. Und über den Abgrund. Ah, wahrscheinlich auch noch. Ey, das war aber ein cooles Level. Das hat mir richtig gefallen gerade. Weil die Gegnerart ist eine relativ geile. So, natürlich muss man am Ziel sowas auch noch hinhauen. Das Gute ist, der bewegt sich diesmal nicht. Und ne, da oben war ein Münster. Du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass da oben eventuell ein Secret Exit ist, oder? Okay, das merke ich mir schon mal. Also sollte im Schluss irgendwas fehlen, dann weiß ich schon, wo ich nachgucke. Wobei Möglichkeit 2 wäre einfach da links wieder hoch, dann rasen und vielleicht von dort oben zu springen. Sollte man den Gegner versehentlich geklatscht haben, das würde wahrscheinlich auch gehen. Aber passt schon. So, dann kommen wir darüber. Verschnaufpause, Piranha Musikraum. Ja, es gibt wieder ein Musikstück. Die Frage ist, von was dieses Mal? Also ich bin gespannt, ob ich es gleich direkt erkenne.
Ah, okay, Mario Maker. In der Hinsicht. Beziehungsweise, ja, ist Mario Maker. Beziehungsweise Super Mario Bros. 3. Ich meine, ich höre die Musik am häufigsten in Mario Maker, deswegen. Gut, die ist jetzt nicht so besonderes. Ja, es ist ein Unterschied, wenn was von Mario World oder von Mario Sunshine läuft. Das ist dann schon ein bisschen was Spezielleres. Festbeleuchtung zur Geisterstunde. Okay, Buhus, komm auch mal wieder. Stimmt, eigentlich könnte ich mir das Unsichtbarkeitsabzeichen ja verwenden, aber... Ah, ich weiß halt nicht. Wobei, warte mal, es hat... Wenn es was mit Geistern zu tun hat, dann nehme ich doch lieber das Abzeichen, was aufspürt. Für alle Fälle. Vor allem, das sieht nach Geisterhaus aus. Hä? Ach so, okay. Jetzt habe ich es geschnallt. Das sind überall Blöcke. Und, nee, aber da kannst du schon wieder so viel Scheiße verstecken. So, ich guck kurz mal. Okay, in dem Fall jetzt nichts. Und hier komme ich eh nirgendwo hin. Boah, ich habe... Ah, okay, ich sehe schon, ich sehe schon. Ja, wenn du die Dinger nicht verwendest, dann natürlich hast du es ein bisschen schwieriger. Drei Türen, vier Türen... What the hell, was bist du denn? Ich kann es nicht besiegen. Okay, und Fake-Türen gibt es natürlich auch mal wieder. Die waren wirklich alle fake, oder was? Oh Gott. Hä? Achso, das war wegen Dingen. Oh, da ist ein Background-Ding. Also irgendeine Tür ist sicher richtig. Die war's nicht. Die war's auch nicht. Da oben ist irgendwas. Okay, das heißt, ich brauche kurz meine Lampe. Hey, ich verstehe aber nicht wo. Also ab hier. Ich versuche gerade zu erkennen, wie, aber ich erkenne nichts. Ich habe ja nur einen Gegner, der mir am Sack geht. Das ist los. Ich meine, ich weiß nicht, kann ich den besiegen? Vielleicht mit dem Bohrer geht das, aber selbst das kann ja nicht die Lösung sein. Ach so, ich muss den stunnen und dann kann ich in ihn rein. Okay, nice to know. Oh mein Gott. So, den Block kann ich kurz mal auslösen. Da war nix. Achso, das war's schon. Ja, cool, aber nice to know, weil das hätte ich beim ersten wahrscheinlich auch machen können. Wobei, falls der überhaupt was gehabt hat. Kann ja auch sein, dass er gar nichts hatte. Dann wäre es natürlich absolut nur unnötig. Mann, ich heiße Geisterhäuser so viel. Rein aus Interesse, kann die Feuerblume das sichtbar machen? Ja, kann sie, okay. Kann sie! Hier hat sich auch gerade wieder ein bisschen was geändert. Ich habe jetzt schon zwei, oder? Ja, so ist es. Also die Wunderblume kann auch nicht mehr weiter. Oh mein Gott, Geisterhäuser, Geisterhäuser, warum? Warum? Ja, das macht Spaß. Nee, das macht nicht Spaß. Unter dir ist der Abgrund, Junge. Okay, hier ist die letzte 10er-Münze. Bitte kurz mal chillen, wenn es geht. So, jetzt bin ich leider gerade, ja... Ich meine, man sieht es trotzdem ganz leck. Nein, warum mache ich das sowas? Ich habe so ein Gefühl, ich weiß, was jetzt kommt, oder? Hä? Ah, okay. Okay, gut. Nächster Checkpoint. Wahrscheinlich ist. Also, wahrscheinlich kommt in den Raum jetzt die Wunderblume, nicht wahr? Vor allem das Ding schreit ja auch volle Kanne. Ja genau.
Hier geht's komplett ab gerade. Na dann gönn mir bitte. Wo ist das Teil? Wo ist es? Da oben kommt's gerade runter. Nicht schüchtern sein, Blümchen. König Buhu. Nächtliche Buhu-Oper. Okay, es ist wieder eine Gesangseinlage. Muss ich jetzt aufpassen, weil die kann ich ja nicht einfach so besiegen. Nee, nee, das juckt die gar nicht. Verdammt, nein! Na, jetzt bin ich klein auch noch. Schneller hoch, schneller hoch, schneller hoch. Okay, wenn die... ich wollte es gerade sagen. Wenn mich die runterlassen auf dem Buhu, hab ich ein Problem. Hier ist der Wundersam. Okay. Alter, das war jetzt gar nicht mehr so ungefährlich. Also, da waren wir die Piranha Plants und Planet, Parrot viel besser. Die war da ein bisschen humaner. Gut, war auch Welt 1, muss ich sagen, stimmt schon. Und ich wette, ich kann nicht zurück, oder? Doch, kann ich? Okay, es macht, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt, weil bei den Röhren konntest du halt nie zurück. Ich dachte, dass die nämlich einfach wieder verschwinden wird, aber nee. Ja, aber klar. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu weit laufe. Hier ist Ende. Gut, okay. Weil sonst hätte ich jetzt die goldene Fahne verhaut. Das bleibt halt nicht so im Kopf, Leute. Sorry. Piranha Plants und Parrot war schon eine ganz spezielle Sache. Vor allem, das war einfach, das habe ich auch schon gesagt gehabt zu dem Zeitpunkt. Das war einfach so eine Sache, da hast du gemerkt, wie verrückt das Spiel eigentlich ist oder in welche Richtung das Ganze geht. So, hier gibt's nichts drauf. Hier links war auch irgendwo ein Level. Ich glaube, da war es. Nee, weiter unten noch. Stimmt, hier war der Shop. Ich merke mir lieber schon mal die Anzahl von den Aufstellern, die ich dann habe, weil ohne Witz, Leute. Wie rechnest du bitte damit, dass du dir die merken musst? Ja, jetzt habe ich 81. Ich komme mich nur erinnern, dass ich irgendwo aufgehört habe bei 80 oder so. Schauen wir mal. Ich hätte gesagt, wir kaufen jetzt einfach mal ein paar und schauen, wir das in 90 voll machen. Was sonst passiert uns vielleicht... Ich weiß nicht, ob noch ein Quiz-Ding irgendwann kommt, aber... Ganz ehrlich, das machen die sicher nicht einmal. Safe nicht. 85. Wir haben jetzt schon so viel, deswegen. Es wird jetzt immer seltener, dass wir da gute erwischen. Da ist eine neue. Haben wir schon. Haben wir schon. Haben wir leider auch schon. Okay, jetzt was Neues mal wieder. Sind aber immer die gleichen Sachen, also die Charaktere in ihren jeweiligen Positionen, wenn sie halt ein Item haben oder normal sind, von ihren Fähigkeiten ein bisschen auch so, also wenn sie sich ducken und so. Naja, halt irgendein sammelbares Collectible eben. Nur das vollmachen ist halt, naja, mehr als nur schwer genug. Gut, 90, das reicht. Lol, warte mal, da war ja ein Abzeichen. Achso, nee, das hatte ich schon. Gut, passt, aber links oben, da war, glaube ich, ein Level. Genau, düster Materie berühren verbotener. Berühren verboten. Also vom Bild her sieht das ja, also diese düster Materie, die, ja, die taucht einfach auf. Es gibt so ein Bild, aber da im Hintergrund so dieses Galaxy-Theme. Oh, meine Güte. Also die arbeiten ja auch absichtlich mit, ouch. Die arbeiten ja auch absichtlich mit dem Ganzen, habe ich immer wieder das Gefühl. So, hier geht's nirgendwo hin. Das war gerade knapp vom Berühren her. Ja, ein bisschen weiter, da kommt was raus. Hä? Ah, da haben sich jetzt versteckte Blöcke aufgetan. Gut, und oben wird wahrscheinlich eine Ranke oder so sein. Ne, ein One-Up nur. Mann, ich dachte, das wäre das erste große Ding gewesen. Okay, ein Kuba-Panzer können die nichts anhaben.
Münzregen, ja. Na, passt gut. Haben wir das auch. Aber noch keine wirkliche lila Münze irgendwo in der Nähe, die mir irgendwie sagt, dass da was sein könnte. Okay, hier wieder was. Ah, oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da rastet das Ding gerade aus. Ist das die erste 10er? Ja, tatsächlich. Mann, ich merke mir auch die Wege von den Materien da gerade ein bisschen nicht. Also ich habe jedes Mal Angst, dass die irgendwie spontan mal raufkommt. Powerblock. Wieso versteckt man hier jetzt einen Powerblock? Okay, wegen dem wollte ich es eigentlich nicht, aber ja gut, ist schon passiert. Da oben schreit jemand. Gut, dann muss ich das wahrscheinlich hochboosten, wenn ich es könnte. Ja. Okay, hier kommt eine Ranke, passt. Geht's so weiter mit düster Materie? Wo kommst du denn her? Ja, tatsächlich, oh Gott. Was machen die da? Okay, okay, gut, dann war das einfach nicht. Bleib bei mir, sagt er vor allem übrigens. Ja, sorry, ich muss aber weiter. Hast du auch eine Stimme? Okay, da kommt nochmal der Hinweis, sollte man das da oben nicht gesehen haben. Ja, manchmal sagen die halt nicht nur irgendwie so ein Shot, sondern manchmal ist das echt ganz wie. Nein! Ich bin tot. Wie soll es doch riechen? Ich meine, ich habe das Leuchten gesehen, das stimmt schon, aber wie soll es das riechen, bitte? Unfair. Ja, jetzt habe ich ihn wieder besiegt, also den Powerblock verwendet. Ah, genau gleich wieder vor. Ja, aber du hast Dom jetzt auch weiterhin Angst. Okay, jetzt so. Hä? Okay, also auch wenn man die schon bekommen hat, dann reagiert das auch weiterhin darauf. Hier ist auch irgendwas. Okay, hier ist die Wunderblume. Alles klar. Nein, Münzen sammeln. Also diese 5 Münzen wieder. Ach so, die Powerblöcke muss ich auslösen, oder wie? Ja, scheint so. Okay, ja, verstanden. LOL, und sogar die Gegner werden zu Schattengegnern jetzt. Habe ich. Man kann die aber ganz gut besiegen, so passt. Also die Powerblöcke haben schon... Nein! Wo kommst denn du schon wieder her? Gut, das hat eine... Ah, okay, jetzt verstehe ich, wo der hergekommen ist. Gut, habe ich alle 5. Und das Ding spawnt hier. Also man kann den damit ein bisschen paralysieren. Damit er einem nicht ganz so schnell zu nahe kommt. Das war jetzt eine einfache Wunderblume. Okay, da oben geht es noch weiter eventuell. Ich weiß nicht, ist hier irgendwo was mit dem Secret eventuell versteckt? Weil man kann hier hoch, okay. Ich schaue mich da noch ein bisschen um kurz, weil ihr wisst schon, reines Gefühl. Okay, nee, die Dinger waren einfach... Also das sind die Dinger, die dann zu den Powerblöcken geworden sind, das war. Ja, dann wird schon alles clean sein, bin ich mir sicher. So viel kannst du hier gar nicht mehr verstecken. Vor allem, was macht der? Was wird der für einen Sinn machen? Wieder. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, hä? Gut, haben wir das auch. Und ich glaube, damit ist jetzt mal der erste Bereich der Fungimine schon mal fertig. Wobei, nee, das Level wird sicher noch was spawnen. Schauen wir mal. Irgendeine Verschnaufpause oder irgendeinen Test. Ein paar Abzeichen fehlen ja auch immer und so viel gibt es ja gar nicht mehr. Ich gehe stark davon aus, dass wir bis zur Special World ja alle Abzeichen kriegen werden. Okay, das sieht nach einer Verschnaufpause aus. Ja, verdreht. Wieder mit den Münzen. Hol ich mir gleich mal Hilfe durch den Schwebehochsprung. What the hell?
Kannst du schon wieder so viel Crap verstecken? Na, geht sich leider nicht aus. Nein, 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 nicht runterfallen, nicht runterfallen. Aber ich hab's. Gar nichts. Okay. Das war komisch und einfach zugleich. Gut, ich glaube, jetzt haben wir es wirklich. Also jetzt müsste bei jedem... Hier ist zwar auch noch Nebel, aber hier ist nichts mehr. Ne. Ich glaube, das wird alles gewesen sein. Oder? Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Und hier auch nicht mehr. Ne. Ja, das waren die ersten 12. Wir haben jetzt schon wieder genug, dass wir eigentlich die komplette Welt abschließen könnten, ne? Aber erstmal geht's bei dieser Piranha Plant hier weiter und das wird dann beim nächsten Part der Fall sein. Also, bis dahin. Ciao, ciao!